Charles Burns arbeitet in den 80ern mit Art Spiegelman an dessen Magazin Raw und gilt seitdem als Aushängeschild einer neuen Zeichnergeneration, die Ästhetik und Tiefgang miteinander verbindet. Sein Markenzeichen ist die Wiedereinführung der Linie Claire im Stil von Tim und Struppi-Schöpfer Hergé. Kein Wunder also, dass Burns sich in seinem neuesten Album Toxic den belgischen Nachwuchsreporter zur Brust nimmt und seine dunklen Seiten ans Licht holt. Dieser sieht jedoch mit seiner schwarzen Tolle gar nicht aus wie Tim. Außerdem mutiert Struppi zum schwarzen Kater und von Kapitän Haddock fehlt jede Spur. Charles, was ist da los? Natürlich ist er eine Inspirationsquelle, aber mein Album hat mit den Figuren von Hergé nicht das Geringste zu tun. Bei Toxic sind einfach Bilder von Büchern, die ich als Kind gelesen habe, aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche geschwappt. Ja, ich lasse mich von meinem Unterbewusstsein leiten. Und zudem gehören Tim und Struppi, Hergé, aber auch William Burroughs und viele andere. Charles Burns düstere, surrealistische Welt ist eine Psychoanalyse in Comicform, gespickt mit Ängsten aus seiner Kindheit in Seattle. Sein berühmtestes Werk Black Hole ist eigentlich eine Graphic Novel und zeichnet die Geschichte einiger Jugendlicher in den 70ern nach, die von einer sexuell übertragbaren Seuche heimgesucht werden. Fotograf Max Oppenheim bringt mit Hilfe eines Make-up-Künstlers Farbe in die Sache. Schön ist anders. Und wenn Burns gruselige Bilder dann auch noch laufen lernen, um die Geschichte eines jungen Insektensammlers zu erzählen, macht das erst recht Gänsehaut. La douleur me réveille. C'est bientôt l'heure de mon médicament. Il fait jour. Un jour de plus. On dirait qu'il fait froid dehors. Froid et gris. Charles Burns wird 1955 geboren und entdeckt als kleiner Junge gleichzeitig Tim und Struppi und die ersten Horror-Comics. Diesen beiden Einflüssen verdankt er es, dass schon seine ersten Veröffentlichungen in Art Spiegelmans Raw-Magazin Aufmerksamkeit erregen. Burns stellt die Zeichentechnik der franco-belgischen Schule in den Dienst von abgedrehten Geschichten. Raw sieht sich als die Antwort der 80s auf die Underground-Strips der 70s und deren Begründer Robert Crumb mit seinen Zap-Comics. Crumb, gar nicht nachtragend, behauptet von Burns, sein Strich sei noch präziser als Hergés berühmte klare Linie und nicht von Menschenhand gemacht. Er wollte damit sagen, dass für ihn meine Zeichnungen keine Handschrift tragen, dass mein Strich mechanisch wirkt. Ich verstehe das. Sein Stil ist quasi das genaue Gegenteil davon. Man spürt, dass seine Linie von Hand gezeichnet ist und sich ganz langsam entwickelt. Ich werde oft gefragt, machst du das alles mit dem Computer? Oder schneidest du die Linien mit der Rasierklinge? Und ich antworte dann, nein, ich arbeite nur mit Pinsel, Tusche und Papier. Félix, c'est toi? Le dîner va être prêt. Oui, maman. J'arrive tout de suite. Même si elle détestait ma collection d'insectes et tout ça, elle encourageait mon intérêt pour la science. Il m'avait laissé aménager un petit coin de ma chambre, mon labo. Pour moi, c'était un sanctuaire. J'y passais des heures à faire des expériences, à examiner les spécimens. Seit 1989 gestaltet Burns Plattencover, darunter Brick by Brick von Iggy Pop. Sein neuester Auftraggeber ist die schwedische Künstlerin Fever Ray. Doch die schönste Hommage kommt von einem alten Klassenkameraden, dem Simpsons-Papa Matt Groening. Er gibt einem verbitterten, glatzköpfigen Geizhals den Namen Charles Montgomery Burns. Warum nur so viel Hass?
I don't know, a good name maybe. Keine Ahnung, vielleicht mochte er meinen Namen. Ein gruseliger Name. Er hat mich wohl im Gedächtnis behalten als einen Kerl, der etwas schräge Comics zeichnet und einen gruseligen Charakter hat. Ein Freund von mir hat Matt Groening kürzlich bei einem Vortrag gehört. Und er sagte, Charles gefällt es nicht, dass ich meine Figur nach ihm benannt habe. Das beweist zumindest, dass es kein Zufall ist.